Wir kamen kaum in Sichtweite der kleinen Inselgruppe, da sprangen uns gleich zwei Rochenwürmer an Deck. Jetzt weiß ich, was Effert an diesen garstigen Tieren findet. Sie sind ebenso wütend wie der alte Gott im Sturmmond. Fünf gute Mädels und Jungs verloren, bevor die Biester wieder im Wasser waren. Notiz: Das Archipel der Rochen künftig weiträumig meiden. Aus den Logbüchern der Tirereme, Seeadler von Beilung, veröffentlicht in Von den Küsten und Häfen des Perlenmeers, in ihren Vorteilen und Widrigkeiten, 1004, Bosporans Fall, Rat der Ralsanin. Seit 20 Tagen seid ihr auf hoher See. Die Segel hängen traurig von den Masten herab, der Grog ist schon lange leer und der Zwieback bald aufgebraucht. Die Maden darin sind eine kleine, leckere, saftige Abwechslung, wenn man mal eine aus dem getrockneten Brot hervorholt. Von den Inseln im Nebel und den Seeelfen keine Spur. Borniew Bornski sprach von ihnen und einem Gefühl, das ihn in Richtung Osten zieht. Doch wie lange wollt ihr ihm noch vertrauen? Ihm und seiner Rüstung. Mit jeder Stunde wird eure Stimmung schlechter, seine hingegen besser. Es ist bitterkalt an Bord. Selbst die hohe Sonne mag euch nicht wärmen. Und so beginnen wir. Auf der Jadwige von Nomagaben. Ist kalt, nicht wahr? Wir sind bald da. Sorgt euch nicht, ich spüre es. Tief in meiner Brust. Und meine Rio, Träume werden immer mehr. inmitten in Borland war jeden Tag so kalt und wir sind draußen gesessen in Unterhemd. Wir in Nivesel waren nicht in Unterhemd, wir waren nackt. Wir können diese Kälte gut ertragen. Ah, ihr habt doch nichts zu tragen. Das ist alles. Warum klingt Arm. das? Warum klingt er selbst als Bornländer nach wie ein Horasier? Ich kann nicht mehr. Nee, ich gehe wieder. Hat sich eingeschlichen. Ihr Nivesel, ihr seid arm. Wie Hunde und Katzen. Was? Nivesel ist die beste Stadt von Bornland. Ist Ah. großartig. Du kommst aus Hinsk. Ist auch nicht besser. Ist Viel, immer viel noch besser, als besser. wenn du kommst aus Gunsk. Nun, da sind wir alle einig. Nur Idioten kommen aus Kunsk. Aber wann sind wir endlich da? Ich sage euch doch schon, wie ich euch auch gestern und vorgestern gesagt habe. Es ist nicht mehr weit. Wir kommen immer näher. Ich spüre es. Vertraut Frag mir. nochmal. Vielleicht geht dann schneller. Wann sind wir endlich da? Ach, nimm lieber noch einen Schluck aus der Mischkines-Flasche. Hält dich Meine ist warm. leer. Ich nehme deine. Dann ist gut. Ah, du hast doch Miskines? Hier, gib her. Was? Brüderchen, gib her. Du nimmst den Ach. Zug und stellst fest, dass da noch Wasser Ja. drin ist. Ich habe noch Mischkines, das ist richtig. Wie könnt ihr denn euren schon ausgetrunken haben? Wie lange Fahrt? Am zweiten Tag war leer. Was? Bei Brüderchen. euch etwa nicht? Ich kann mich gar nicht mehr an den zweiten Tag erinnern, wenn ich ehrlich bin. Es war Wetter wie heute. Ansonsten auch wie heute. Ja, ist Es ist die ganze. fürchterliche Fahrt, fürchterliche Fahrt. Wetter ist die ganze Zeit wie heute. Wir haben Brüderchen. kein anderes Wetter als heute. Brüderchen, sind wir schon da? Vielleicht wären wir schon da, wenn wir uns auf einen Südweiser verlassen würden und nicht auf, naja, deine Hirngespinste. Was? Hirngespinste? Wie zu sagen, ich bilde mir das alles nur ein. Ich will sagen, wir haben keinen Alkohol mehr und mein Zwieback schmeckt nicht. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum es gibt Südweiser, aber keine Nordweiser? Im Norden ist viel schöner. Borski! Borski! Achter Deck! Ei, Kapitän, ich komme. Lass gleich Latschi hier. Ich bin verstimmt. Du sagst immer, wir müssen nach Osten, wir müssen nach Osten, wir sind im Osten. Die Männer haben keine Energie mehr. Unsere Vorräte sind aufgebraucht. Wir müssen. Wann sind wir da? Was glaubst du denn, Piotr, dass ich mir das Ganze ausgesucht habe? Meinst du, ich wollte der einzige Überlebende von Nersand sein? Meinst du, ich wollte meine Freunde alle sterben sehen? Nein, Scheiß, ich hab mir auch nicht diese Träume überlegt. Aber ich spüre es. So tief in meiner Brust, irgendwas sagt mir, dass wir hier ganz richtig sind. Und Tag wird dieses Gefühl immer stärker. Wir müssen ganz nah sein.
Wronski, dir ist hoffentlich klar, dass wir nicht mehr mit unseren Vorräten zurückkommen. Wir müssen Erfolg haben. Und das werden wir. Ich bin davon überzeugt. Wir brauchen eine Insel. Schnell. Und wir brauchen Wind. Wind in den Segeln. Cholodna. Doch für den Wind kann ich nicht wirklich viel tun. Der Wind ist nicht auf unserer Seite, aber die Götter sind es. Ai, Effat ist es und auch die anderen Götter. Du steckst viel zu lange in deiner Rüstung. Doch, wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich die richtig ausziehen soll. Ich stecke jetzt schon Monate in der. Da. Aber an den Geruch haben sich die anderen schon gewöhnt. Rutschen Plocher. Also, Piotr, Kopf hochhalten, da? Wenn du den Kopf hängen lässt, dann was wird denn nur aus der Mannschaft? Nur, Hauptsache, du darfst das Vertrauen nicht in mich verlieren. Sonst habe ich auch das Vertrauen der Mannschaft verloren. Da, du hast recht. Aber wir brauchen diese Insel. Die anderen verlassen sich auf uns. Da. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen es. Bin überzeugt. Und Bornjew legt ein feinstes Grinsen auf und schaut über die unwilligen Gemüter der anderen Mannschafter. Versucht, wie er es auch die letzten 20 Tage mit seiner guten Laune und seinem Wissen, was er die gemeint zu haben, dass alles gut wird, ein wenig was auf die Mannschaft zu übertragen. Kapitän! Ostrov! Ostrov, da ist eine Insel! Irre, ich habe es euch gesagt. Irre, wir haben eine Insel gefunden. Ich hoffe für dich, Bornski, dass wir in der richtigen Insel sind. Oh, das hoffe ich für uns alle, mein Freund. Sonst ist wohl unser schöner Kontinent endet geweiht. Also gut, Männer, hört zu. Rafft euch noch etwas zusammen. Wronski sagt, wir sind am Ziel. Sammelt die letzten Energien. Was hat gesagt? Sollen wir unsere Kartoffeln sammeln? Ich habe gehört. Bornski hat Inselbegabung. Ah, sehr, sehr hilfreich. Was ist Inselbegabung? Na, er kann sehen Insel. Ah, sehr hilfreich. Sind wir denn jetzt da oder nicht? Siehst du Insel? Wo ist Insel? Ich sehe keine Insel. Ja, du bist ja auch nicht inselbegabt. Ah. Wenn ihr euch nach vorne stellt an die Reling und noch einmal eure Wollkleidung fester um euch herum zieht, um dem kalten Wind zu entgehen, könnt ihr in der Entfernung ein kleines Archipel erkennen. 9 kleine Inseln, die dort ringförmig um eine kleine blaue Lagune liegen. Ungefähr 250 Schritt, würdet ihr sagen, im Durchmesser und ein bisschen Tang, was die Insel zu umgeben scheint. Einige blühende Seerosen, mitten im Nichts. Ein kleines Korallenriff in diesen Untiefen. Da gibt es bestimmt gut die Schnappes. Oder? Was bei dir? Sicherlich. Wie soll denn da der Schnaps herkommen? Nun, von den Eingeborenen? Es gibt doch dort Eingeborene, oder? Ich denke nicht, die wissen, wie man brennt. Oh, das ist doch ganz egal, meine Freunde. Ich habe extra eine Flasche für diesen Tag aufbewahrt. Ich erinnere mich nochmal daran. Warum sind wir hier? Ich glaube, wir suchen... Nein, ich weiß nicht. Eine Insel. Weil der Rochen nach uns ruft. Ruft er denn von hier? Nun, er ruft hier irgendwo, aus Osten. Aber ich bin überzeugt, wir sind da. Also gut, Bornski. Nimm dir eine Flasche von dem Meskines aus dem Lagerraum und such dir eine Mannschaft. 6 Leute, die in ein Ruderboot passen. Da?
Und dann nimmst du hier Reif der Wellen und Sphäre der Wogen. Du steckst sie zusammen, wenn ihr dort sind, und du musst wissen, was ihr tut. Du weißt besser als ich, was ihr dort tut. Ja, und dann befreist du den König der Rochen, da? Ach, das wird doch, Bapalapap, ein Kinderspiel. Bart war sicherlich das Schlimmste. Wonski, siehst du dort vorne? Wir können euch nicht helfen wegen Strömungen und Riffen. Da ist schon ein Schiff gekentert. Ihr nehmt also das Ruderboot und wir werden noch eine Stunde heranfahren. Danach, nun, müsst ihr mit dem Ruderboot vordringen. Da, wir schauen uns die Inseln an. Ivan! Da! Ja, Ivan, ja, Ivanov. Und Karenka, stop. Der Rochen ruft ihn. Ja, ja. Oh, Mikael, du kommst auch mit. Ah, gut, ich kann rudern. Und natürlich Nikita. Ach, Nikita, dich würde ich doch niemals vergessen. Du wirst mich begleiten. Ah, was für eine Freude. Sind das? Eins, zwei, drei, Na, Arschloch hat mich schon wieder vergessen. Arschloch hat mich schon wieder vergessen. So ist ja. Ach. Deswegen kriege ich auch immer zuletzt Tabak. Post ab, ich hab doch Post ab gesagt. Fang doch jetzt nicht damit an. Du sollst mich doch Plotter nennen. Plotter? Post ab. Fürchterlicher Vornamen. Ach, Plotter. Ich finde, Post ab hat etwas. Naja, du kannst rudern. Ach, nein, ich muss meinen Blick auf die Insel, nicht, dass ich irgendwas, ich bin ja der mit dem Gefühl, ihr müsst rudern. Was ist das eigentlich für ein lahmarschiges Schiff, von dem man aus die Insel sehen kann, aber das kann trotzdem noch eine Stunde fahren, bis wir auch nur in der Nähe sind? Es ist kein Wind, ne? Ah, oh, es ist kein Wind, genau, es ist kein Wind und du kannst normalerweise 30 Meilen sehen und wenn du halt... Wo bitteschön kannst du 30 Meilen sehen? Auf offener See, auf offener See, Horizont. Nie im fucking Leben. Doch, 30 Meilen, klar. Die Wette halte ich, da reden wir hinterher drüber. Er verzogen. Das interessiert mich. Er verzogen. Die zuverlässigste Quelle aller Zeiten. Das war übrigens schon immer so. Das war noch nie so. In einer Stunde seid ihr da. Ich glaube, in Aventurien ist das so, ja. Aventurien ist auch eine Scheibe. Ja, so könnt ihr noch den guten Mesh Guinness aus dem Lagerraum holen, sehr zum Verdruss der anderen, die euch dann mürrisch hinterherblicken. Und wenn ihr dann nach einer Stunde mit traurig hängenden Segeln noch einmal weiter auf das Archipel zugefahren seid, kommt ihr zu dem Zeitpunkt, wo euer eigenes kleines Ruderboot heruntergelassen wird von der Jadwige Hummergarben und ihr rudern dürft. Ja, wer möchte rudern? Nikita. Du musst gleich mit dir rudern, alle, oder? Das tut mir leid, aber meine Schulter ist kaputt. Ich kann nur ein bisschen. Ah, du drückst dich. Nein, guck, hier, Narbe, große Narbe. Ich gekämpft mit Bär. Dieser Bär. Sicher, ihr Goblin. Da, nein, war deine Frau. Und du verloren, Goblin. Ach, Nikita. Jetzt? Ich habe dir schon gesagt, du sollst mit so einem Unfug gar nicht erst anfangen. Ich möchte hier nichts von Bären auf diesem Boot hören, sonst schwimmst du. Hast du mich gehört? Da ist gut, tut mir leid. Ihr wollt nicht verletzen deine Gefühle. Ich weiß, du hast schwierige Beziehungen. Man kann meine Gefühle nicht verletzen. Ich bin eisenharter Bornländer. Aber über Vergangenheit, über traurige Vergangenheit spricht man einfach nicht. Und jetzt hat er ja einen Rochen. Bald. Ja, niemand könnte Katjuscha ersetzen. König der Rochen. Größte aller Rochen. Oder? Wie groß sind die Rochen? Oh, das werden wir wohl sehen. Hoffe ich. Ich denke, 3 Meter vielleicht? So groß wie das Schiff? Größer. Er muss größer sein, der König. Nun, König ist nicht unbedingt groß. Weißt du? König ist immer groß. Da, in Andergast. Aber was ist kleine König. Was ist mit König von Zwerge? Ist auch klein. Ja, hat er recht. Papalapapa. Wo sind unsere Tokens hin?
auf dem Ruderboot. Ach, da! Genau, oh Gott. Diese klein gemacht okay, auf dem yes. Ruderboot. Oh. Warte, hab ich gar nicht reingezoomt. Hauptsache, ihr geht rudern. Okay, dann gebt mir mal bitte eine Rudernprobe. Ihr habt alle Standard-Seemänner. Und zieht! Und zieht! Zwei und zieht. Leute dürfen rudern. Zwei Leute, ja gut, dann haben wir schon zwei. Zusammen 7 Punkte. Klingt vernünftig. Okay. Dann könnt ihr euch mit dem Ruderboot in Richtung der ersten der neuen Inseln vortasten. Und vor euch könnt ihr dann hinter einem Felsen erkennen, wie dort tatsächlich es ist kein Loch im Boden, aber es ist unglaublich dunkel. Da muss wohl eine große... Entweder ist das Wasser unglaublich kalt oder an der Stelle, genau in der Mitte des Archipels, befindet sich etwas. Und so kommt ihr weiter und weiter in Richtung der ersten Insel, die auf der rechten Seite dann von euch liegt, auf der linken ebenso eine. Ihr stellt fest, es sind zwar 9 Inseln und es gibt auch ein gestrandetes Schiff, was sich hier wohl befindet. Trotzdem ist es ja trostlos. Selbst wenn ihr hier ankern würdet, ihr habt hier nicht wirklich viel. Es gibt da noch ein paar Palmen, die auf einer der Inseln wachsen. Ein paar traurige Kokosnüsse hängen da noch dran. Aber ansonsten, hier könnt ihr keine Nahrungsvorräte aufnehmen. Und wenn ihr mal nach unten guckt, Fische gibt es hier nicht viele. Aber ein paar Schatten, die unter eurem Boot entlang schwimmen. Bornier, wo hast du uns hingeführt? Wir werden verhungern. Wir werden dann trinken. Oh, guckt mal, ach, das sind Palmen. Und wer durstet? Wir sind am Ziel, Freunde. Hört doch auf, so viel zu meckern. Alles wird schon gut gehen. Das Wasser ist dunkel. Was, wenn es ist Unheiligtum? Richtig, ist fürchterlich hier. Unheiligtum, paparlapap, so sieht doch ein Unheiligtum gar nicht aus. Vertraut mir, ich war schon mal in einem. Ah. Ich weiß nicht, ob das ist gut oder schlecht. Wo gehen wir dann hin? Plötzlich schwankt euer Boot. Irgendetwas, was unter euch ist, ein großer Fisch, scheint euch gerammt zu haben von unten. Ah, was war das? Hilfe! Oh, Bornjev jongliert noch mal kurz mit der Kugel um, die er in der linken Hand hatte, sodass er sie noch einmal fängt, bevor sie ins Wasser fällt, und hält die umklammert um seine Brust. Oh, seid doch vorsichtig, was war das? Das war großer Fisch, wir sollten fangen. Dann essen? Ja. Oh, gut Idee. Wir suchen doch große Fisch. Das ist richtig. Ist Rochen Fisch? Ach, natürlich Rochen Fisch. Alles, was im Wasser ist, ist Fisch. Verdammt, ihr habt unter anderem vergessen. Und was ist mit Frosch? Frosch ist auch manchmal in Wasser. Ist kein Fisch. Dann Frosch auch Fisch. Lasst mich schauen. Und Plotter steckt mal seinen Kopf ins Wasser. Sehe ich irgendwas? Dann kannst du mir mal eine Initiative würfeln. Junge! Selbstmord gefährdet. 13. Ja. Ich habe allerdings 10 und du siehst, wie eine große schwarze Kreatur von unten auf das Boot zuschwimmt mit unglaublicher Geschwindigkeit. Es ist ein großer, gezackter Kopf. Okay, was heißt groß? Mehrere Meter? Ein Meter? 3 Meter. Okay. Oh. Ich muss mal eben Mut würfeln. Ja, ich reiße meinen Kopf wieder aus dem Wasser. Da ist großer Fisch. Da müssen wir aber zu zweit dran. Ja, und während du das brüllst, könnt ihr allesamt sehen, wie dieses gewaltige große Ding nach oben stößt durch die Wasseroberfläche hindurch. Plötzlich wird alles schwarz, als ihr seht, wie er, der Blutrochen, über euer Schiff hinüberspringt und auf der anderen Seite wieder ins Wasser taucht. Ihr dürft alle mal eine Ausweichenprobe würfeln, um euren Kopf nach unten zu ziehen.
gar nicht so schlecht im Ausweichen, die Jungs. Okay, sind wir doch. Also ich hab's verkackt. Poltax, du hast sogar einen Charakter, ne? Ach so, schön. Kannst du oben rechts auswählen, Charakter auswählen. Ich hab keinen Charakter, nein, nur Midas noch. Achso, egal, du, ich hab's auch verkackt. Ihr wirft, glaube ich, alle auf die gleichen Werte, ne? Naja, die 11 war das. Warum haben die hier 8? Nur Born. Nee, 11. 11? Weil also Bornjev Bornski. Achso, weil Bornjev Bornski andere Werte hat, ja gut. Mika, ihr habt's geschafft, ein Sieger. Wir haben dann Born. Ja, ich muss gerade mal gucken. 18 Boltax wird während der Blutrochen über euch hinüber springt, bekommt ihr alle im Prinzip seine große rasselige Haut ab und bekommt 1W6 plus 8 TP. Sagen das ist eine Wunde. 13 Trefferpunkte. Und ich muss mal gerade gucken, Boltax, du hattest, wie hieß deiner? Nikita Norbadovic. Nikita Norbadovic wird von dem umherzuckenden Schwanz getroffen und du bekommst nur 1W6 plus 7. Es sind nur 9 TP, aber du merkst eine stechende Wunde, die von deiner, ja wahrscheinlich von deinem Arm oder so, in den ganzen Körper strahlt. Sind wir eisern? Und die, die es geschafft haben, die kriegen gar nichts, oder? Die es geschafft haben mit der Außenwelchenprobe, die nicht. Ne, die sind nach unten getaucht. Ah. Die sind nicht eisern, das heißt, selbst die 9 TP sind noch eine Wunde. Oder würfeln wir erst? Hä, wieso sind es TPA? Bitte? Ich dachte, das sind 8 TP. Das sind 13 TP, ich habe keine Rüstung an. Das haben wir mir doch gerade eingetragen. So, 13 Schaden, das ist eine ordentliche Wunde. Ja, klar. Ab wie viel kriegt man denn die zweite Wunde? Ab Konstitution. Richtig, auf Konstitution plus 1. Okay, also dann sind wir safe. Also ab 15 erst. Ja, Plodder fällt nach hinten und scheint sich irgendwem anders das Bein so gestoßen zu haben, dass der Knochen ein bisschen rausschaut. Ja, ich bin nicht kampfunfähig, das ist auch alles. Ach so, ja stimmt. Gute Punkt. Ivan hängt irgendwie halb über der Reling, ihn hat das Ding fast mitgenommen, der rudert mit den Armen und sagt, ja, Nikita, du kannst deinen Arm mitlaufen. Haben wir dabei? So eine Harpune oder so? Könnt ihr euch, ja, ihr seid erfahrene Seeleute. Selbstverständlich habt ihr euch Harpunen. Dann nehmen wir uns das Ding und werfen die direkt nach ihm. Mit 2 und 1 Punkten sind wir raus. Dann mach mal, deine Wurfspeere. Wir kommen nicht davon. Wurfspeere, oder? Nikita, dein Arm. Ich würde die Wunde gerne reinigen mit Miss Guinness trotzdem. Was? Schütze jetzt mit Miss Guinness rein? Das macht nur Werte, aber... Sorry. Das ist der Mut, ich hab den Falschen angeklickt. Ist korrekt. Warte, dann erst noch mal, ob ich kampfunfähig das bin. Das nehme ich für Rafim, ja. Das ist eine gute Idee, Boys. Ich mach erst mal eine Einsatzprobe, um den Aal zu harponieren. Der Aal ist eigentlich schon in Rochen. Ja, ich bin kampfunfähig. Ja, ich auch. Wasche mir meine Wunde mit Miss Guinness, aber mehr tue ich auch nicht. Ivan sitzt auf der Reling, also Reling, auf dem Bootsrand, ein Bein ins Wasser baumelnd und holt fluchend die Leine, also die Harpune an der Leine wieder ein, nachdem er das Mistding verfehlt hat. Der ist aber auch schnell. Oh, verdammt. Lass uns auf eine Insel. Oh nein, der Mischkines. Oh. Mach ihn doch nicht über die Wunde. Ich werde sterben. Ich kann das nicht mehr spüren. Aber nicht der Mischkines. Oh, mein fürchterlicher Ausflug, fürchterlich. Wenn du sterben willst, dann nimm noch einen Schluck. Ja, sehr gute Idee. Bon, du hast uns schon geführt. Ja, natürlich, immer wieder alles meine Schuld. Ihr habt euch dem Kapitän unterworfen. Fahrt ihr weiter? Fahrt ihr zur Insel? Was du ich tut? Bin kampfunfähig. Also ich bin kampfunfähig. Leg das nochmal eine Woche hin. Ich glaube, 3 von uns sind kampfunfähig. Bruder! Du hast doch schüttelt. Rüstung. Du machst das alleine. Wir warten auf der Insel auf dich. Bornjev schüttelt mit dem Kopf sich 2 Ruder, lässt die Kugel ins Boot gleiten und fängt jetzt an, selbst mit seiner Kraft zu rudern. Bornjev, ich helfe dir. Was machst du? Das ist die falsche Richtung. Da lang. Sorry, ihr kommt alle mit. Ich habe euch aus einem Grund mitgenommen. Nicht gegen Felsen. Du willst uns umbringen. Ich will euch nicht umbringen. Wir müssen die Mission beenden. Wir sind aus einem Grund hier.
Wir haben nicht mehr zu essen an Bord. Wir müssen jetzt sehen, dass wir finden. Ha? Habt ein bisschen mehr Göttervertrauen. Und falls das Vieh noch einmal über uns springt, schlagt gefälligst danach. Das sagst du so einfach. Das ist schnell. Schneller Fisch. Ich bleibe schön hier unten. Ich lasse mich nicht noch einmal von diesem Vieh erwischen. Oh, es ist fast vorbei mit mir. Oh, ich spüre meinen Arm nicht mehr. Und mein Bein. Da. Ich werde sterben. Oh, warum habe ich nicht Wladimir mitgenommen? Der hätte mich so rumgeheult. Blodder, du siehst auf Nikitas Bein. Du musst runtergehen. Ich kann mich kaum bewegen. Wir werden sterben auf schrecklicher Ausflug. Nicht bevor wir finden den Fisch. Ich glaube, der will nicht auf die Insel. Ich glaube, unser Bootsmann Bonski will es geradeaus weiter. Okay, dann wart ihr geradeaus weiter. Die anderen liegen einfach auf dem... Also ich will das nicht, aber ja, er will du kannst dich auch runterstürzen. Ich bin kampfunfähig, keine Ahnung. Ich liege literally auf dem Schiff. Ja, okay, gut. So, warte mal, wer ist das? Daru, bist du kampffähig? Ich bin fähig, aber nicht willig. Ja, okay. Wer ist noch? Du hast eine Wunde. Mikael, Olruk, hast du eine Wunde? Ich bin nur ausgewichen. Okay, ja, super. Heldenhaft. Und wer sonst noch? Ist Karenka auch kampffähig? Ich hatte bei der Selbstbeherrschungsprobe einen Punkt. Ja, das wird im Leben nicht reichen. Im Leben nicht. Also nicht gegen die Wunde, nicht gegen die Wunde schwören, das ist halt die Problematik. Wunde, alle Wunde. Zustand. Sehr schön. Die machen richtig viel Spaß. Was ist das denn für ein riesiger Fisch, bitte? Der ist 3 Meter groß. Das ist ein großer Gegner. Und? Trotzdem ein Fisch. Terra, Biologe, sagen wir, ob Rochenfische sind. Sagen wir, ob Rochenfische sind. Ja. Ja. Danke. Natürlich sind Rochenfische, was denkst du denn? I don't know. Und aber während ihr weiter mit dem Mut der Verzweiflung und Borniew, der euch weiter anpeitscht, 2, 3 liegen bei euch irgendwie besinnungslos im Boot, da könnt ihr wieder einmal spüren, wie euer Boot von unten angestoßen wird und ihr seht mittlerweile viele weitere Rochenwürmer. Blutrochenwürmer. Das nimmt kein gutes Ende, Piotr. Du der Schnelle, Bornski. Borniew ist mit dem Rücken zu dem ausgewendet. Also nach hinten und sieht, was da alles ist. Rudert einfach weiter wie das Tier, was er sein möchte. Okay, dann gib mir nochmal eine Ruderanprobe. Kann ich mir helfen? Ja, klar. Ist das ein schlechter Zeitpunkt herauszufinden, dass ich mit Borniew Bornski kein Boot erfahren habe? Du bist ja auch ein Meersander-Held, kein Seefahrer. Hello, es ist Meersander, nicht Meersander. Ja. Finde ich richtig super, wenn du einfach nicht rudern kannst. Du musst ja auch nicht rudern, du kannst ja einfach ins Wasser springen mit deiner Rüstung. Du musstest das ja nie richtig lernen. Ich lass nicht schon einmal, ich will nicht schon wieder der einzige Überlebende sein. Du bist ja auch eigentlich kein Seefahrer, du bist ja ein Bärendompteur oder sowas, ne? Ein Schaukämpfer, ich habe eine Bären gerungen. Mischka. Ist die dressiert worden, lässt du da unter den Tisch fallen, oder? Morgen jetzt, wir rudern im Kreis. Oder wie wir rudern im Kreis, ich gebe mein Bestes. Ich ruder genauso wie ihr. Das ist ein fürchterlicher Ausflug. Fürchterlich. Und diesem Halunkenpack haben wir irgendwie 2 Artefakte gegeben? Nein. I'm sorry, what? Ja, wir waren alle betrunken. Ja. Die einzige Erklärung. Die haben uns betrunken gemacht mit ihrem Miskinnis und dann die Artefakte abgezogen. Nein, ich hab voll die gute Idee, die Frau Magistra ist an allem schuld, weil die hat ein gutes Wort für die eingelegt. Genau. Stimmt, wir haben alle ans Respekt verdient, indem sie ohne zu fragen einfach das Artefakt angefasst haben. Apropos, Kohlrab ist an Bord bei denen, oder? I'm sorry, what? Kohlrab ist an Bord, ja. Die ist mit denen mitgefahren. Mhm. Kohlrab hatte keine Lust mehr auf euch, die ist mitgefahren. Ja, eure Bootefahrtprobe ist grandios gescheitert. Borniew, der versucht so ein bisschen zu rudern, hat selber keine Probe. Okay, warte, warum müssen wir eigentlich darauf würfeln, ob wir ein Boot geradeaus bewegt bekommen, ohne Widerstand? Kannst du mir die Situation kurz erklären? Du siehst den Widerstand, oder?
diese 500 Während ihr getroffen. Euer Ruder eintaucht und versucht, noch einmal in die Mitte zu kommen, um eure Mission glorreich abzuschließen, da könnt ihr erst sehen, wie es einmal ein hölzernes Knacken gibt und der Widerstand in dem Ruder von Borniew wird von sehr groß auf ein knackender Schmerz, der dich durchzuckt, auf gar nichts. Ja, das Ruder ist abgebrochen und dann gibt es einen weiteren Stoß gegen das Boot und ihr fallt ins Wasser. Ist das ein guter Moment, um die Ertrinkenregeln rauszusuchen? Wir dürfen alle gerne mal auf Schwimmen würfeln. Kann ich überhaupt schwimmen, wenn ich kampfunfähig ist? Genau. Dann geht ihr schwimmen, dann geht ihr runter. Kampfunfähige sinken. Genau. Also schwimmen wie bleierne Enten. Genau, ihr dürft keine Probe würfeln, das heißt, ihr geht unter und ertrinkt. Ich aber bestimmt kann man mit 11 Punkten über den Nebenmann greifen und über Wasser halten, right? Ja, wen möchtest du denn retten? Wer zuerst hier ruft? Hier. Okay, Kontext. Dann, Nikita. Ja. Was auch passt, wenn ich jetzt gerade so sehe, right? Wir sitzen beide hinten. Wir sind vermutlich irgendwie hinten übergefahren, ich pack mit Nikita, das geht schon. Und dann, mit der einen hat Nikita am Kragen und mit der anderen, irgendwie neben Boot noch. Ich würde mir Plotter schnappen, der ist gerade neben mir. Und das Wichtigste beim Ertrinken, der Retten, ist, dass man etwas Schwimmen mitnimmt, denn sonst ziehen die einen runter. Karenka geht mit einem, ich hab's euch doch gesagt, unter. Borski, der am besten schwimmen kann, den juckt's ja auch nicht. Ja, ich habe mein Schwimmwert gerade gelöscht, ich würfel gerade, aber ich habe auch mit der Wellenwanderrüstung einen RW plus 15, also komme ich RW von 22. Mit deiner Was-Rüstung? Der Mann hat diese Wellenrüstung und die haben wir uns auch nie gekümmert. Okay. Der ist quasi... Können wir ihn auch schlecht wegnehmen, oder? War eine Questbelohnung. Kannst nicht. Ich dachte da nichts zu. Dann könnt ihr mir nochmal Schwimmprobe bei denjenigen, die es geschafft haben, die können schwimmen auf der Oberfläche, alle anderen gehen weiter unter. Diejenigen, die unter Wasser sind, werden angegriffen. Ihr dürft nicht ausweichen, weil ihr kampfunfähig seid. Und ich würfel spaßeshalber mal, das sind zwei Leute, drei Leute. Wie lange sind wir denn kampfunfähig? Ich weiß ein nicht. 1W6 oder 2W6 Kampfrunden. Also Nikita, ich bin am Schlafittchen jetzt. Genau, 1W6 plus 3 Kampfrunden sind. Ich hätte mir Plotter geschnappt. Ich hätte mir Plotter geschnappt. Also richtig am Absaufen ist eigentlich nur Karenka. Ich fühle mich ein bisschen schlechter, bei Cembael abslaufen zu lassen, aber Terra hat zuerst hier gerufen und ja. So steht es im Gesetz. Karenka. Der ist mir wurscht, also. Karenka. Ja, wieso ist der wurscht? Der Charakter Karenka wird von einem Schwanz des Rochen gepackt, gewürgt und weiter unter Wasser gezogen, während ihr sehen könnt, wie irgendwelche Säure Absonderung von dem Blutrochen die Haut von Karenka zersetzt, während sie weiter und weiter in die Tiefe gezogen wird. Okay, das ich möchte Steve mal kurz eine Mondprobe. Okay, ich möchte schwer in Panik verfallen. Oh. Wie kann ich wieder runterziehen? Blodder, was machst du wieder hier? Wir müssen hier raus, hier raus! Hast du das gesehen? Blub, blub, blub. Ja, vermutlich lässt er den. Siehst du, deswegen hängen wir an dem Boot fest, damit so ein Shit gar nicht erst passiert. Also, du kannst nochmal Schaden bekommen. Es ist hier nochmal 1W6 plus 8. Gebe ich dir auch nochmal. Sind nur 11. Dann geben wir, ich gehe jetzt vermutlich unter wie so ein Stein. Borniew fällt unter dem linken Arm sowohl Kugel als auch Reif fest umklammert. Jetzt unter Wasser schaut er sich mit seinen Kameraden um. Seinen Gefährten, die er mitgenommen hat, leicht mit in den Tod gerissen hat, aufgrund seiner Entfernung und dann am meisten Hilfe gebrauchen könnte. Ivan hängt da mit Nikita, wie gesagt, in der einen Hand irgendwie am Boot, mit der anderen schüttelt er so ein bisschen, Nikita, komm, reiß dich zusammen, fang an zu strampeln. Ja, ihr, mein Bein ist taub, ihr kann nicht. Also den beiden scheint es noch gut zu gehen. Ich würde zum Boot schwimmen von Überresten und probieren die Harpune rauszufischen, also einen Arm rübergreifen über die Reling und eine Harpune greifen und dann abtauchen und Plotter probieren, an die Oberfläche wieder zu holen, tauchen sozusagen. Also wenn du Plotter siehst, der ist schwer in Panik verfallen, hat sich gerade von seinem Retter losgerissen und geht unter wie ein Stein. Guck gerade, hast du schon eine Schwimmprobe gewürfelt? Ich kann nochmal würfeln, wenn du nochmal schwimmen willst. Ja, genau, du hast hast du schon gewürfelt, Körperbeherrschung passt sonst auch, das kannst du alles mit Schwimmen. 11 Punkte, alles klar, dann kannst du da auch, ich muss gerade mal schauen, Mikael kannst du dann zumindest an Bord ziehen. Ich bin Mikael. Jetzt Plotter. Ja, Plotter.
Ja, aber ich möchte mit meiner 20 auf Mut, was ich gesehen habe, wie Nikita aus... Nee, wie hieß dein Charakter nochmal? Wie die Dame hier von Säure zersetzt wurde in Paar. Ich weiß nicht, ob er das dann immer noch tun möchte. Das ist sehr überzeugend, ja. Verletzt hat er sich in Bach aufgelöst. Ich dauere an dir, Brüderchen. Verdammte Fische. Ja, Michael, du hast die Jabune in der Hand. Plodder ist in absoluter Panik. Du siehst, wie ein weiterer Blutrochen, wohl von unten auf Postab zuschwimmt. Auf Plodder. Den würde ich mit einer lanzengangartigen Bewegung Plodder und dem Rochen entgegen. Ich will ihm die Jabune in den Leib rammen. Ja, dann mach mal bitte dein, Lanzen ist es ja nicht. Speere. Speere, ja genau, Speere. Speere, Wurfspeere ist es nicht, weil wir nicht unter Wasser, also weil wir unter Wasser sind, also Speere. Nicht. Gut, ja, ich habe einfach eine normale Elfe gewürfelt, keine Ahnung, ob das so klappt oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ich für ein Talent habe in Speere. Ich hab's nicht offiziell. Also ich kann dir sagen, was dein nahezu deinem Nachteil reichen würde, ist glaube ich irgendwie +6, weil wir unter Wasser kämpfen. Aber das ist Speere nur die Hälfte, oder? +3. Stimmt, das ist richtig. Oder nur ein Viertel. Kannst du mal dein W6 würfeln? Das ist ein großer Gegner und könnte sein, wenn du ihn triffst. Ja, eine 5 plus, keine Ahnung was. 2. Guck gerade mal, wie viele Lebenspunkte die Rochen haben. Bestimmt 53 oder so. Voll krass. 67. Ja, siehst du? Ich war nah dran. Michael, ich würde sagen, du musst mal ein paar gezielte Stiche hier ansagen, das nichts. Du hast noch nicht erfahren, dass sie den Wunschwelle von 33 haben. Das Problem ist, dass sie auch in Raserei verfallen, wenn die weniger Lebenspunkte kriegen und dann sind sie noch schlimmer. Natürlich tun sie das, Minion. Natürlich tun sie das. Natürlich die Rüstung von 8, also ist gar kein Problem. Deswegen one-hittet man die nur noch mit Raffin zu Blutrochen. Ja. Im Grunde in Zukunft nur noch mit Kanonenbooten. Ja, du schießt deine Lanze ab, du kannst auf alle Fälle den Angriff auf Plodder abbrechen, aber du siehst das Blut eben dann aus der Wunde von dem Blutrochen herausschwappt und ihr seid noch von zahlreichen weiteren umgeben. Viele Lanzen hast du im Boot nicht, ihr müsst euch irgendeine Lösung einfallen lassen. Ich würde Plodder jetzt mal an die Oberfläche ziehen, eher einen Kragen greifen und probieren nach oben zu schwimmen. Ja, alles klar. Kannst auch das Boot umdrehen, sodass ihr das Boot wieder auch so ein bisschen als kleine Insel habt, die dann noch schwimmt und treibt. Aber zumindest bist du und Plodder dann auf dem Boot, während Borniew noch herumschwimmt. Seine Kampfunfähigkeit berechnet sich doch nur in Kampfrunden. Nikita müsste sich doch eigentlich gleich wieder einschwimmen, oder? Ja, ich denke, ich bin... Also dann, weil zu zweit, packen wir uns halt den Rest vom Boot, an den wir klemmen und paddeln in aller Ruhe hinter Borniew. Denke ich. Würde ich auch sagen. Das wäre das Cleverste. Ja, aber uns jetzt zu trennen, ist das Dümmste, was wir tun können. Borniew hat sich umgeschaut, hat noch einmal der treibenden... wie? Ja, jetzt der Token weg. Jetzt weiß ich nicht mehr wie, ja. Ich hab's auch gerade schon vergessen. Den treibenden, leblosen Leichnam von Karenka, der nun weiter in die Tiefe stürzt, sinkt, entsetzt hinterher schaut, aber weiß, die Mission ist, um auf jeden Fall zu erledigen. Und so schwimmt er wieder hoch, sodass er sich einen Überblick erschaffen kann. Seine Gefährten, die alle noch am Boot hängen, zur Insel! Es sind zu viele! Wir müssen zur Insel neu formieren! Ja, mit deinen 28 Sternchen im Schwimmen kannst du dann auch vorschwimmen, während die anderen dann versuchen, krampfhaft mit den Rudern, die noch geblieben sind, das ganze Boot dann zu wenden. Ivan Ivanovic und Nikita haben sich dann ebenso nach oben gehievt und kommen dann mit zahlreichen weiteren Angriffen gegen das Boot, die das Boot dann auch wieder mal zum Hin- und Herschwanken bringen, in Richtung der Insel. Ja, bauen wir was ist los? Was machen wir jetzt? Och, lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. Ich meine, wir haben bisher nur einen verloren. Diese Dinger müssen uns doch irgendwie sagen. Vielleicht schaut euch mal die Insel an. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Und ich hämmer mal ein wenig diesen Ring gegen diesen Geist, gegen diese Kugel. Vielleicht hilft das. Ich denke, wir müssen bestimmt deine Mitte.
Ich denke, das sind Kokosnüsse. Ansonsten nicht viel auf der Insel. Ich denke, mein Bein tut weh. Ich denke, also bin ich. Was? Nicht. Du nicht denkst. Du nicht also denkst. Wärst du auch nicht. Wir sollten gehen in Mitte, damit wir nicht so nah sind an Fisch. Gute Idee. Was sind Kokosnüsse? Das ist Ding aus Charybdis. Sieht aus wie Stierhoden, nur größer und mehr Haare. Ah, ihr meint da, Janus. Da. Schmecken gut? Ich weiß nicht. Ich nicht gegessen. Die geht mich hoch. Wie kommt man ran? Muss man Baumhube hacken? Kann gut sein. Jo, du musst klettern. Hoch auf Baum. Ah. Aber ich kann nicht klettern. Ja, mal schütteln. Dann fallen Nüsse runter. Oh, könnten wir bitte mal die Nüsse wir haben doch die Hapfen. Gute Idee, ha? Jemand, der mitdenkt. Also ist er. Nussjäger. Du bist jetzt Nussjäger. Und dann pieksen wir ein paar Kokosnüsse von der von der Palme. Und wie bekommen wir jetzt auf? Ich nehme an, wir müssen schlagen auf Stein. Oder benutzen Nikitas Schädel. Ey! Hat die Schein. Ist nicht wahr. Ja, also wir müssen hier bleiben und essen Kokosnuss und Bonje, du musst dich kümmern um Rest. Ich kann nicht mehr im Wasser. Da, ich auch nicht. Wir tun weh mein Bein. Ich bin mir sicher, wir müssen bringen Kugel und Ring in Mitte von Inseln. Siehst aber du da an Mitte? Guckst du da? Stein. Große Stein in Mitte, da neben der Palme. Baum. Palmbaum. Was heißt das denn? Ich muss das alleine tun. Ich habe euch alle mitgenommen. Es ist ein Grund, warum wir hier zu fünft sind. Ja, du könntest schwimmen in Mitte, ich nicht mehr schwimmen. Gucken an mein Bein, ich kann kaum laufen. Sehen aus schlimm. Boah, was? Meine Herr. Das klingen wir doch bestimmt wieder gerichtet. Binden wir einfach ein Stück Holz drum, ah? Was ist das denn für ein Stein da in der Mitte? Das ist eine alte Holzkiste. Ist da auch was drin? Verfaulte Vorräte. Versuch was wert. Aber können wir mit der Holzkiste das Boot fliegen? Ja, warum nicht? Gut, machen wir. Ist hier irgendwo ein X auf der Insel? Nein, es ist kein X auf der Insel. Ihr könnt okay. die Holzkiste könnt ihr dann in Richtung eures geschundenen Bootes schleppen und ja, mit den wenigen Sachen dann versuchen, das Ganze zu binden. So Nägel und Hammer habt ihr nicht an Bord, aber ein paar Seile, die ihr dann natürlich benutzen könnt, sodass ihr dann das Boot notdürftig reparieren könnt. Währenddessen könnt ihr Lichtsignale von eurer Jadwige von Hungergaben erkennen. Warnski! Beeil dich! Wir bekommen Besuch! Du müssen jetzt schwimmen in Mitte. Wir fahren mit Boot zurück. Ach, jetzt auch, wir, auch noch pass das. Pass auf, wir lenken ab Fische, du schwimmst zur Mitte. Hm? Das ist eine gute Idee. Ja. Gut, ja, ihr bitte rudert, ich nehme Harpune. Falls nochmal einer springt, den kriegen wir. Das dann, ist bestimmt der Grund, warum ich überlebe. Und dann setzen wir uns alle ins Boot. Das ist meine Aufgabe. Dann setzen wir uns alle ins Boot und dann ziehen wir hier so eine Schleife rum und versuchen die Rochen hinter uns wegzuziehen und Bonjev schwimmt halt. Jetzt ziehen Agro, Bonjev, rush. So sieht's aus, wir ziehen Agro. Also wir sagen, wir kommen ungefähr bis hier und werden das von vier Rochen gleichzeitig. Aber der Trick ist, wenn wir es schaffen, sind wir dann auf perfekter Position, um einfach davon zu rudern und Bonjev hier zu lassen. Ja. Okay, ich bin zu blöd, um zu checken, dass das ein beschissener Plan ist. Das ist ein beschissener Plan. Wir sind hier, um das Ding in die Mitte zu bringen. Also bringen wir das Ding in die Mitte. Ja, komm. Und wir lenken ab. Wir haben keine Ahnung, ob wir das Ding in die Mitte bringen sollen. Bonski, beeil dich! Pass auf, da ist ein riesiges Loch. Wir haben eine kleine Kugel. Das Runde muss ins andere Runde. So, go. Gut. Ihr lenkt sie ab, aber bloß nicht sterben. Ja, jetzt ich habe schon zu viele Leute verloren.
Nur Nikita, du mit mir rudern die anderen dein Ruder kaputt, aber du trotzdem rudern und die anderen beiden stechen. Borniew, hör mir zu, wir werden nicht sterben. Ich stehe 3 Tage vor Pensionierung. Alles gut. Und während du das sagst, kannst du mit deinem ungläubigen Blick zu der Jadwiga gucken und du siehst, dass die jetzt wohl gerade volles Segel setzen. Ah, die fliehen. Lass uns sie zurück. Wir müssen rudern. Richtig, in Rudern will ich aber noch ein bisschen. Ja. Also wir setzen jetzt Segel, genau wie der Plan ist hier rum. Also was heißt ja. Segel? Wir nehmen unser eines heiles Ruder und unser eines kaputt. Und versuchen Tempo aufzubauen. Und während wir in die eine Richtung wechseln, beobachtet Borniew die Rochen, die sich umtreiben und sobald die ersten in ihre Richtung machen, aufwärts zu schwimmen, bringt Borniew mit den Artefakten ins Wasser. Ja, ihr könnt wohl, während ihr gerade mit den Ruderbooten oder mit dem einen Ruderboot wieder auf die Lagune zuhaltet, könnt ihr sehen, wie die Jadwiga euch wohl nicht mehr mitnehmen wird. Ihr könnt noch hören, gerade als Borniew Bornski ins Wasser springt, wie sie euch wohl zurufen, wir holen euch in 2 Tagen wieder ab. Und während ihr so ein bisschen verdattert oder verdutzt schaut auf den Horizont, da könnt ihr ein gewaltiges, großes Spinnenleib und die Beinpaare dazu erkennen, die sich auf euch zu bewegen. Im Schein der Sonne könnt ihr eine gewaltige Tarantel erkennen, die sich über die Wasseroberfläche zieht. Das ist eine große Spinne. Ja, wir sollten rudern. Wie kann die Spinne schwimmen? Das ist Wasserläufer. Weißt du, läuft auf Wasser. Ah, noch nie gehört, aber ja. Rudern, nicht reden, rudern. Ja, dann gibt mir nochmal eine Rudernprobe und Borniew darf mir eine Schwimmprobe geben. Pass auf, wir reißen den Kahn rum und fahren zu diesem Schiffswrack hier. Und da verstecken wir uns. Du hast so Hoffnung, dass wir so mega lange... Was ist denn unsere Erschwernis dafür, dass unser eines Ruder kaputt ist? Gebe ich euch eine plus 5 für. Das ist ja sogar noch ganz nice. Ah, jetzt kommt dann Verzögerung, okay. Weil es hat eine Weile gedauert. Wir haben sogar beide geschafft. Ja, du hast die plus 5 eingetragen, alles klar, passt. Ja, dann könnt ihr, jetzt wo ihr wisst, dass die Blutrochen angreifen, immer mal wieder das Ruder nach oben ziehen und wenn sie dann über die Wasseroberfläche schießen, ihr dann die restlichen Holzbruchstücke in das Gesicht stechen und so zumindest verhindern, dass sie euch dann weitere Segel abtrennen oder eben über wieder euch drüber springen. Und unter euch könnt ihr dann auch den Schemen von Borniew Bornski erkennen, der mit seiner Elfen-Wasserläuferrüstung ja, schwimmt. An den Blutrochen vorbei. Ich gebe dir mal eine plus 15 auf die Schwimmprobe. Ja, ihr braucht ein bisschen länger, um den Felsen drumherum zu kommen. Könnt euch, wie gesagt, dann immer mal wieder gegen die anspringenden Blutrochen verteidigen. Und als ihr über den Felsen herumgefahren seid, da ja, seht ihr noch, wie die Jadwiga jetzt an dem Wrack vorbeigefahren ist und ja, euch tatsächlich jetzt hier alleine lasst. Währenddessen wächst und wächst die gewaltige Spinne an der anderen Seite immer weiter an, bis ihr dann auch erkennen könnt, wie sie wohl irgendeine Fracht ins Wasser lädt. Große, rotschillernde Malma. So, Borniew würfelt eine Schwimmprobe, 23 Sternchen, und du tauchst in die Tiefe. Du siehst vor dir, 50 Schritt, wohl etwas wie ein Kerker. Hier scheint wohl eine Halbkugel im Wasser zu liegen, eine Schale aus gehärtetem Wasser. Ungefähr einen halben Meter lang oder halben Meter dick. Eine Wasserkugel aus gehärtetem Wasser. Und im Inneren kannst du etwas zucken sehen. Noch ein paar Sonnenstrahlen, die schimmern durch das Dämmerlicht
in die Tiefe hervordringen und dann auf diese treibende Kugel treffen von der Größe eines Riesen. Wenn du dich das Ganze genauer betrachtest, kannst du ja sehen, wie sie aus tiefblauem Wasser besteht, die aber hart wie Stein ist, wenn du dich dann dort drauf schwimmst und auch einmal gegenklopfen kannst. Hart wie Stein. Taucht nicht unter, geht nicht auf. Irgendwas scheint sich daran zu bewegen. Irgendetwas Riesiges, irgendetwas Großes. Bonjev probiert es natürlich mit der Kraft, die er aufbringen kann, von der Außenseite an diese Kugel zu hämmern, um zu schauen, ob sein Kraftaufwand überhaupt irgendeinen Nutzen hat. Das ist natürlich nicht, wenn es ein solches Ungetüm einsperren kann. Und so fährt sein Blick erst über den der Kreatur, dann über die beiden Artefakte, die er bei sich führt, die Kugel und den Reif der Wogen. Reif der Wellen? Reif der Wellen. Und ohne wirklich zu wissen, wie die nun zusammengehören, Bornjev hat keine wirkliche Ahnung von Artefakten, auch wenn ihm die immer wieder zuspielen, versucht er nun, ist der Ring groß genug, sodass er um die Kugel herumpassen würde? Ja. Dafür ist er da. Genau. Also sie harmonieren perfekt miteinander. Okay, dann ohne zu wissen, ob das nun richtig ist oder nicht, entscheidet Bornjev, dass jetzt wohl der Zeitpunkt ist, an dem die beiden Artefaktteile zusammengehören. Und schiebt sie zusammen. Ja, du schiebst sie zusammen und du merkst wohl, wie die Synergie, die zwischen ihnen steht, die Magie frei lässt. Ringförmig geht von dem dunklen, silbernen Reif eine Welle aus, die über die dunkle Kugel wandert und dann eine weitere und noch eine. Die gesamte Oberfläche gerät in Wallung und unvermittelt überschwemmen euch alle fremde Empfindungen. Erstaunen, Erkennen, Gier und Wut. Eine unmenschliche Wut, die euer Blut zum Kochen bringt. Und in diesem Moment zerplatzt der Kerker. Du wirst herumgewirbelt, eine Druckwelle, die dich wie ein Spielball nach oben pustet, die 50 Meter wieder nach oben durch die Wasseroberfläche und nach einigen Sekunden in der Luft platzt du wieder auf die Wasseroberfläche auf, wo du gerade noch deine ganzen Gefährten erkennen kannst, die mit der Verzweiflung der Goldmorgen-Tarantel versuchen zu entkommen in Richtung der Wracks, ja, rudern. Eine tiefe, dröhnende Stimme erschallt in euren Köpfen. Frei. Über euch, neben euch, unter euch zuckt ein riesiger Leib, ein Drache der Meere, weit über ein Dutzend Schritt lang und so viel größer, als der elementare Kerker selbst hätte erahnen lassen. Die roten Flechten auf dem bleichen Leib leuchten wie Feuer. Wahrlich, ein König der Rochen. Schallt sein herausfordernder Ruf. Spüre meinen Zorn. Spüre Krakons Zorn. Krakon. Und während ihr euch sammelt auf der kleinen Insel, dabei zuseht, wie dieser gewaltige Rochen durch das Wasser schwimmt, euch mit Wut und Hass flutet, die Goldmorgen-Tarantel, die weiter auf euch zuhält und weiter ihre Fracht entlädt, die Malma und die Krakonia, da könnt ihr den großen, noch viel größeren Schatten des Rochen erkennen, wie er ebenso auf die Goldmorgen-Tarantel zuhält. Oh, ich glaube, das wird sehenswert. Oh, wir werden dann sterben. Ich will nicht sterben auf dieser verdammten Insel. Das ist kein guter Ausflug. Ich nicht nochmal komme mit Bornski. Oh, da seid ihr ja, da seid ihr ja, ihr habt das alle geschafft. Ihr habt 1, 2, 3, 4, oh, ihr habt das überlebt. Naja, Karenka ist tot. Oh. Und da kommen noch riesige Spinne und böse Rochen. Da. Oh, aber spürt ihr ihn nicht, meine Freunde? Spürt ihr nicht den Zorn des Gefangenen, der nun befreit ist? Ach. Was haben Sie schon diesem entgegenzusetzen? Und wenn er uns fressen will? Da. Oh, warum sollte er das denn tun? Ich habe ihn doch schließlich gerade befreit.
Ja, weil er ist zornig. Hungrig? Lasst uns uns setzen an Palme. Dann wenigstens Schatten, wenn wir sterben. Oh, meine Matjoschka, ich werde meine Matjoschka nie wiedersehen. Oh, hier wird niemand mehr sterben. Ich verbiete es. Jeder, der hier stirbt, den verprügel ich. Ich mich jetzt setze in Palme. Ja, so könnt ihr euch mit den letzten Kräften, die euch bleiben, nur Borniew, der von Gefühlen überwallt wird, die so etwas wie Freude sind, die anderen eher von Erschöpfung und ihren Verletzungen gezeichnet, könnt ihr dabei zusehen, wie der gewaltige Leib der Goldenmorgen-Tarantel zumindest auf der einen Seite die Beine verliert, irgendetwas Gewaltiges springt, ebenso wie die Blutrochen über euer Ruderboot gesprungen ist, gegen den Leib der Dämonenarche und säbelt ihm drei der Beine ab. Sie kracht auf die Seite. Ihr könnt sehen, wie weitere Piraten und blutgierige Schurken, Dämonen herausgewirbelt werden und auf die Wasseroberfläche krachen. Weitere Malmer, die einfach zerquetscht werden unter der gewaltigen Wut von Vautor und der gewaltige Zorn eines Avatars von Kor selbst, der jetzt über die Dämonen und Piraten kommt. Was meint ihr? Wenn Rochen gewinnt, kriegen wir Kopfgeld für Schiff? Immerhin, Schiff ist dann kaputt. Und auf Dämonenarchen ist ausgesetzt Kopfgeld von Stover, oder? Oh. Irgendwann mal müssen wir hoffen, dass er nicht auch kaputt macht, Jadwiga. Denn sonst, wir kommen gar nicht nach Hause. Ich nicht aufstehen von Palme. Ich jetzt hier sitze. Mein Beine tut weh. Boah, ich glaube, wir können hier auch einfach bleiben. Oder? Ich meine, zwei Tage? Wir nicht und haben so viele Kokosnüsse. Wir haben 7 Kokosnüsse. Wir werden verhungern. Vielleicht gut. Wir können fischen. Ich schau mal auf den verletzten Flodev. Wir können ihn essen. Du sei nicht witzig. Du sei nicht witzig. Ich weiß. Und du sei sehr sehnig. Keine Sorge. Ach, wir dich nicht essen. Macht euch doch keine Sorgen. Wir warten einfach, bis einer dieser Rochen, einer dieser toten Rochen an die Insel gespürt und dann bereiten wir den einfach zu. Ja, währenddessen könnt ihr Kanonenfeuer hören, die wohl von der Goldmorgen-Tarantel ausgehen, weitere Dämonen, die ins Wasser geworfen werden und irgendwelche Haireiter. Und ein gewaltiger Kampf unter der Wasseroberfläche entbrennt. Viel Blut, was nach oben treibt, und schäumendes Wasser.